HDMI, optisch oder doch lieber koaxial? Bei den ganzen Anschlussmöglichkeiten, die Soundbars heute bieten, kann man schon mal den Überblick verlieren. Aber keine Angst, wir bringen Licht ins Dunkle und sprechen heute mal über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege, eure Soundbar mit dem TV zu koppeln. Hallo, hier ist Gesa von Soundbarfinder. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Wir testen nämlich heute keine Soundbar, sondern schauen uns mal an, wie ihr eure Soundbar denn am besten mit dem TV verbinden könnt. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden, gehen wir die einzelnen Möglichkeiten doch mal nacheinander durch. Ein Klassiker für den Anschluss von der Soundbar an den Fernseher ist der optische Anschluss. Der wird auch Toslink genannt und es handelt sich dabei um einen Lichtwellenleiter. Das heißt, digitale Audiodateien werden hier über Lichtimpulse übertragen. Das hat den Vorteil, dass der optische Anschluss weniger störungsanfällig ist als beispielsweise HDMI. Außerdem erfolgt der Anschluss sehr simpel. Man muss einfach nur das entsprechende Kabel in den optischen digitalen Audioausgang am Fernseher stecken und auf der anderen Seite in den Optical-In-Anschluss der Soundbar. Darüber kann dann Stereo-Sound und auch 5.1 Surround-Sound übertragen werden. Bei HD-Surround-Formaten, wie beispielsweise Dolby True HD oder DTS HD, stößt der optische Anschluss allerdings an seine Grenzen. Diese Formate müssen dann heruntergemischt werden. Das bedeutet natürlich auch, dass über den optischen Anschluss keine dreidimensionalen Audioformate unterstützt werden. Die Verbindung per Koaxialkabel bringt nahezu die gleichen Vor- und Nachteile wie der optische Anschluss mit sich. Beide basieren nämlich auf dem Sony Philips Digital Interface, kurz SPDIF. Auch hier ist wieder ein unkomprimiertes PCM-Stereo-Signal übertragbar, genauso wie 5.1 Surround-Sound in Form von Dolby Digital oder DTS. Bei den HD-Surround-Formaten stößt allerdings auch der koaxiale Anschluss an seine Grenzen. Eine gängige Möglichkeit, Multimedia-Geräte zu koppeln, ist natürlich auch per HDMI. Dafür müsst ihr ein HDMI-Kabel einfach bei eurer Soundbar in den HDMI ARC-Out-Anschluss stecken und beim Fernseher in den HDMI IN-ARC-Anschluss. Aber was heißt denn jetzt eigentlich ARC oder auch ARC? Das steht für Audio Return Channel, beziehungsweise auf Deutsch Audio Rückkanal, und bedeutet, dass Signale in zwei Richtungen übertragen werden können. Das Audiosignal kann also auch entgegen der eigentlichen Signalrichtung gesendet werden, wodurch euer Fernseher dann zum Tonausgang wird. ARC bietet den Vorteil, dass dadurch eine deutlich höhere Bandbreite an Daten übertragen werden kann, als es zum Beispiel beim optischen oder auch beim koaxialen Anschluss der Fall ist. Mittlerweile gibt es dann auch schon den Nachfolger eARC, was für Enhanced Audio Return Channel steht. Der ist im neuesten HDMI 2.1 Standard auch schon implementiert und teilweise sogar auch schon bei HDMI 2.0 mit dabei. eARC hat ARC nochmal eine höhere Bandbreite voraus und auch eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit. Und während HDMI ARC komprimierten Surround-Sound übertragen kann, kann eARC auch unkomprimierten übertragen, genauso wie die objektbasierten Formate wie beispielsweise Dolby Atmos. Bei einigen neueren TVs kann Dolby Atmos allerdings auch komprimiert über den normalen ARC übertragen werden. Und ob eARC oder ARC, wichtig ist natürlich, dass ihr ein entsprechendes HDMI-Kabel verwendet, also beispielsweise ein eARC-fähiges HDMI-Kabel, aber die liegen bei den meisten Soundbars ja auch schon bei. Beim HDMI-Anschluss ist außerdem HDMI-CEC zu erwähnen. Das ist nämlich ein weiterer Vorteil. HDMI-CEC steht für Consumer Electronics Control und sorgt dafür, dass ihr Soundbar und TV dann auch mit derselben Fernbedienung steuern könnt, also beispielsweise die Lautstärke von der Soundbar mit der TV-Fernbedienung regulieren. So gut wie alle HDMI-fähigen Geräte haben auch HDMI-CEC implementiert. Manchmal muss es allerdings noch manuell eingeschaltet werden. Das könnt ihr dann in den Geräteeinstellungen machen. Außerdem solltet ihr beachten, dass HDMI-CEC nicht immer bei jedem Hersteller so heißt. Bei Samsung wird es zum Beispiel AnyNet genannt.
Einige Soundbars lassen sich auch analog anschließen, beispielsweise via Kinch oder Klinke. Wer diese Verbindungsart wählt, hat allerdings nur Stereo-Sound, deswegen ist davon eher abzuraten. Mit Smart TVs ergeben sich ja außerdem auch Möglichkeiten zur kabellosen Übertragung von Audiosignalen, zum Beispiel über Bluetooth oder WLAN. Dafür müsst ihr einfach in den Bluetooth- oder WLAN-Kopplungsmodus des jeweiligen Geräts und dann das andere Gerät suchen. Die Verbindung darüber ist allerdings auch nicht unbedingt zu empfehlen, weil sie nicht sonderlich stabil ist und es dann zu Verzögerungen oder Unterbrechungen kommen kann, was man natürlich beim Film- und Fernsehgenuss nicht haben will. Alles in allem kann man sagen, dass der beste Weg, die Soundbar an den TV anzuschließen, HDMI ist und bleibt. Vor allem für Besitzer von einer Soundbar mit Höhenkanälen bzw. mit mehr als 5.1 Kanälen, die dann auch Surround Sound oder 3D Sound genießen wollen, würden wir auf jeden Fall den Anschluss per HDMI, eARC oder ARC empfehlen. Achtet dabei natürlich darauf, dass ihr das richtige Kabel verwendet und dass ihr HDMI CEC eingeschaltet habt. Falls euch komprimierter Surround Sound ausreicht oder ihr ohnehin nur Stereo Sound hören wollt, könnt ihr auch den optischen oder koaxialen Anschluss nutzen. Und der optische Anschluss ist vor allem für die Puristen unter euch zu empfehlen, die den Sound ganz störungsfrei genießen möchten. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet eure Soundbar erfolgreich mit eurem Fernseher verbinden. Verratet uns doch gerne mal in den Kommentaren, welches Setup ihr besitzt und welche Verbindungsart ihr dafür gewählt habt. Abonniert außerdem auch gerne unseren Kanal und lasst ein Like da, denn das hilft uns, unseren Kanal stetig zu verbessern. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.